Und dann gibt es jetzt Essen. Beziehungsweise ich mache Essen. Ich mache aber nichts Besonderes. Ich mache immer das Gleiche. Und jedes Mal. Es gibt heute, wie gesagt, Reis mit... Ich muss mal mehr Licht anmachen, das ist mir alles viel zu dunkel. So. Es gibt Reis mit... Da seid ihr so schief. Und bitte nicht aus dem Ding rausfallen. Das wäre sehr nett. Es gibt Reis mit Hackfleisch und allem möglichen. So, dafür brauche ich erstmal eine Zwiebel. Ich brauche die Tomaten. Ich nehme eine große Zwiebel. Und ich habe natürlich noch richtig viel Zeit, aber ich will auch essen. Ich habe Hunger. Deswegen beginne ich schon mal. Ja, da habe ich Glück, die Paprika sind noch in Ordnung. Also nehme ich nochmal los. Ich könnte auch Knoblauch auch reinmachen. So. Dann dachte ich mir, ich nehme ein bisschen Butter auch zum Anbraten. Das schmeckt bestimmt besser. Jetzt muss ich die Pfanne rausholen. Und einen Topf. Und wo habe ich die Pfanne hin? Da. So. Das Hackfleisch muss ich in die Mikrowelle machen, natürlich erstmal. Reicht mein Tipp, also meine Gasflasche noch. Das Fleisch hole ich mal eben raus, ohne euch. Eins, zwei reichen. Ich habe tatsächlich noch viermal Hackfleisch. Kann man mal sehen. Werde ich dann einfach in die Mikrowelle legen. Bisschen Eis hat es gebildet hier. Wird schon alles richtig. So. Und dann mache ich das einmal an, bin gleich wieder da und dann werde ich nämlich schon mal den Reis kochen. Den hole ich auch einfach raus, den habe ich gar nicht mehr, ich dachte ich hätte mehr Reis. Dafür nicht einen Deckel, Leute. Beziehungsweise von der Margarine, die schmeckt wirklich gar nicht schlecht. Hätte ich nicht gedacht. Was ist denn die so eine Butter-Margarine-Mischung? Geht
geht durch. Diese hier. Schmeckt eigentlich ganz gut. Gemüse, weil das dauert mir alles sonst so lange. Das geht ja auch richtig schnell hier.
aufpassen, das ist wieder so scharf, kein Bock mehr, die Hände zu verbrennen. Mangalgewürz, Hackfleisch, Gewürz, auch nicht fast alle, glaube ich, wenn nicht sogar ganz alle. Kann auch weg. Paprika, wenn schon wieder hier, hier, ne? Sag's euch. So scharf wieder. Wird auch sofort heiß hier.
so ein Esschichifle. Das schmeckt richtig gut. Das Problem ist nur, dass die Gewürzmühle ist so kacke. Ne? Kriegst du überhaupt nichts raus da. Kommt wirklich nur minimal. Schmeckt aber sehr gut. Gibt's bei Mikro, bei Mikros, glaube ich. Das kann sich totreden. Ne? Ich hasse sowieso Gewürzmühlen über alles, weil die kommen nicht raus, die Gewürze. So, jetzt mach ich keine Lust mehr. Das Mikros Brot hatte ich euch noch nicht gezeigt von gestern, was so gut schmeckte. Dieses hier, ne? Dieses große, runde Brot von Migros, das esse ich sehr gern. Kriegen die eigentlich jeden Tag frisch rein, ist immer schön weich, kostet 15 Teller, also 80 Cent oder so. Sehr günstig, so ein ganzes Brot. So. Muss ich mal was trinken. Ich habe den Kühlschrank auf 2,5 runtergedreht. Das war mir alles viel zu kalt. Jetzt fülle ich die Flasche mal wieder auf. Und so habe ich dann immer kühles Wasser und nicht so viel mit die anderen Teilen. Ne? Reis sollte noch nicht fertig sein. Wahrscheinlich Wasser dazu geben. Mal gucken. Nein, der ist noch nicht fertig. Aber passt. Den Deckel angefasst. Aua. Naja. Ich dachte, da unten sei das nicht heiß, aber es ist heiß. Trotz Plastikknopf. Gas ist wirklich echt. Nicht ungefährlich. Wird alles heiß. Hier habe ich aber gesehen, ich fett noch. Ich will auch nicht so viel Olivenöl da rein, dann schmeckt das wieder alles nicht. Ich mag kein Olivenöl. Naja. So. Ja, ich würde sagen, wir machen dann nachher noch Sajuk dazu. Ich werde das wahrscheinlich nicht essen, weil das viel zu scharf ist. Ich werde den Reis schön mit Ketchup und Mayonnaise. Wir können die Mayonnaise mal probieren. Moment. Wir haben ja gerade Mayonnaise gekauft und da bin ich mal echt gespannt, wie die schmeckt. Das war ja die von Jalve. Mal gucken. Kriegst du nicht ab, ne? Früher, also inzwischen geht das ja mit den Joghurtbechern und mit den Schokoladendingern zum Aufreißen, aber früher ging die nie auf, ne? Aber das hier ist immer, ich krieg das nicht auf, ne? Da bin ich echt jetzt gespannt. Ja, ein bisschen nach Plastik schmeckt das auch wieder, ne? Nee, die schmeckt auch nach Plastik, Leute. Und warum schmeckt das immer nach Plastik?
verstehe ich gar nicht. So ein bisschen nach Mayonnaise, aber viel mehr nach Plastik. Geht, aber besser als die andere. Haltbar bis... Kann Oma nicht lesen. 23. Irgendwas mit 23, also. Geht, aber... Geht, ja. Mir schmeckt nach Plastik. Das hat so einen Plastiknachgeschmack immer. Verstehe ich nicht. Mein Ketchup schmeckt ja. Und das hier ist auch fertig jetzt, würde ich sagen. Paprika irgendwie dauern so lange hier. Sieht man nicht ganz durch. Fast. Was ist denn noch? Reis. Gut. Naja, ich glaube, wir sind soweit durch und wenn das fertig ist, hole ich euch nochmal rein. Ich habe es fertig. Problem ist nur immer hier, wenn du das Essen stehen lässt, kommen die Ameisen. Ne? Egal, ob es heiß ist oder nicht, die kommen sofort. Aber ich kann es auch nicht in den Kühlschrank stellen, weil dann ist es ja viel zu heiß. Ich weiß auch nicht. Egal, was du machst, ne? Komm. Also ich habe jetzt alles ausgemacht und werde einmal schwimmen gehen in der Hoffnung, dass die Ameisen das Essen noch in Ruhe lassen. Also muss ich mich einmal umziehen und dann gehe ich nochmal schwimmen und nochmal duschen und dann war es das heute auch für mich mit Baden und so. Es ist schon ein bisschen kühl, ne? Und da muss ich meine Videos schneiden. Also ich werde jetzt in den Pool gehen. Dann werde ich duschen. Und dann werde ich was essen. Ich setze mich oben auf den Balkon. Dort werde ich meine Videos schneiden. Vielleicht schon mal das ein oder andere. Thumbnail und so mache ich morgen früh alles. Genau. Und dann überlege ich mir, wenn ich mich ganz doll langweile, ob ich nachher noch ein paar Beauty-Videos drehen soll. Das kann ich ja alles noch machen. Echt noch viel Zeit, ne? Schlafen gehen. Vielleicht schlafe ich auch noch ein bisschen. Mal schauen, weil es ist noch viel zu früh, die kommen noch lange nicht. Ich kann ein bisschen vorschlafen, ne? Mal schauen. Aber mein Schnitt wird auch noch lange dauern, also bis 23 Uhr bin ich eh noch beschäftigt. Deswegen, wir gehen in den Pool und sehen uns später. Was wir machen könnten, bevor ich in den Pool gehe, wir gucken nochmal nach den Katzen. Was meint ihr? Weil normalerweise sind die ja da. Schauen wir mal, ob wir wieder Katzenbesuch haben. Ui, hier ist so dicke Luft, ne? Ich habe ja schon alle Fenster zu. Also hier ist nichts. So. Mal gucken. Nö, keine Katze da. Naja, dann nicht. Die Sesselauflagen will ich nochmal richtig hinlegen, alles schön, damit die Jungs auch sitzen können. Und dann, ja, ist alles schicki. Tisch habe ich auch nochmal abgesprüht. Der war auch schon wieder so staubig, den muss ich gleich nochmal abwischen. Und ja, soweit alles gut. Sind die da hinten vielleicht? Die Katzis. Nö, das ist auch nichts, ne? Naja, dann nicht. Mal gucken, ob das Wasser warm ist. Wenn das so kalt ist, müssen wir da ja nicht reingehen, ne? Weil, also so auf ganz kaltes Wasser habe ich jetzt keine Lust. Komm, wir gucken mal. Ja, wie gestern, ne? Geht. Es ist so handwarm, würde ich sagen. Handwarm. Sonst war aber immer wie Pipi. So. Genauso wie Pipi. Pipi warm. Gut. Dann ist alles ready. Alles fertig. Ich ziehe mich nochmal eben um. Das Tuch kann auch nach hinten. Und dann habe ich alles fertig. Ja, ein Finanzvideo kann ich auch noch abdrehen. Genau, haben wir was zu tun. Keine Ameise, bitte. Bitte. So. Und dann ziehe ich mich einmal um und gehe baden. Das werde ich jetzt essen. Ich habe erstmal so ein bisschen Mayonnaise drauf. Und wünsche mir einen guten Appetit.
Da sitze ich hier und ja, ich habe den Schrank aufgelassen, weil das müffelt doch ein bisschen, ne? Da sitze ich hier mit meinem Licht jetzt. Das ist praktisch, Leute. Das müsst ihr euch auch anschauen. Sowas mit so Knubbel hier, mit so einem Hängeding. Da kann man da immer schön anmachen. Nein, ich sitze hier und schneide, weil das ist so kalt oben. Mir ist kalt, ne? Ich kann da oben nicht mehr sitzen. Das ist echt doof. Und es ist mir sogar so kalt, dass ich mich hier in die Decke gebummelt habe. Und das ist angenehm, muss ich euch sagen. Das ist wie in Deutschland. Oh, ich sag's, aber mir es war auch kalt im Pool. Also ich habe, wie viele Runden bin ich geschwommen? Bestimmt nicht mehr als 5. Aber das war so kalt. Ich habe das nicht ausgehalten. Ich bin da wieder raus. Dann habe ich geduscht. Und dann habe ich mir mein Essen gemacht. Habe ich euch ja noch gezeigt. Dann bin ich nach oben. Hab mich da hingesetzt und denke ich, nee, also warum tue ich mir das an? Ich gehe lieber in mein Bett und dann decke ich mich zu. Also es ist viel zu kalt oben. Deswegen, was heißt viel zu kalt? Wir sind ja jetzt auch hier wirklich Temperaturen gewöhnt, die man ja sonst wo auch nicht so hat als Mitteleuropäer. Und insofern, mir ist kalt. Kann ich nichts ändern. Bin ich hier wieder runter und jetzt sitze ich hier mit dicker Bettdecke. Ne? Also ich habe jetzt auch keine dünne, das ist eine dicke Bettdecke und das ist wirklich angenehm. Im Gegenteil, ich stopfe mir das hier schon wieder überall rein, genau wie in Deutschland. Oh nee, Leute. Also sind wir hier in Alanya und der ist ja immer noch kalt nachts. Ne? Ja, mein Pool, der, also wenn das so weitergeht, gehe ich da nicht mehr rein abends. Das ist mir zu kalt. Mir fällt das tagsüber auch schon schwer, selbst wenn die Sonne da rein, das ist mir auch schon zu kalt. Ja, das hilft nichts. Das wird jetzt langsam dem Ende entgegen mit dem Pool gehen. Also die Jungs gehen noch rein, aber ich werde den sicher ausmachen, wenn die weg sind, weil da werde ich nicht mehr reingehen. Genau, mein Lieben, also ich gehe dann nicht mehr rein. Ja, jetzt werde ich natürlich noch tagsüber und abends überlege ich mir, dass ich, also es ist mir wirklich zu kalt. Der hat ja keinen Zweck. Ja, ich sitze hier und schneide meine Videos und auf einmal höre ich von draußen deutsche Laute. Also da reden Leute Deutsch. Denn man hat ja so ein Ohr dafür im Ausland, wenn jemand Deutsch. Und irgendwie ist es so, ja, man sucht so ein bisschen nach der deutschen Sprache. Ich meine ganzen Sachen hier hingeschmissen und raus. Da habe ich geguckt, ja, da sind zwei ältere Ehepaare, aber die sind jetzt auch wirklich schon relativ alt. Also ich würde mal sagen, die waren einkaufen, glaube ich, bei Beam, weil der eine Mann hatte eine richtig schwere Einkaufstüte, die er da hochgeschleppt hat. Und ich muss wirklich sagen, also wenn die zu Fuß hochgekommen sind, ne, ich weiß ja nicht, ich habe das ja nicht gesehen, dann ist das schon ganz schön weit, weil auch von Beam hier hoch, diesen einen Berg und den halben da hoch, das ist schon ganz schön schwer für so ältere Menschen. Und die sind, also es waren zwei Frauen und zwei ältere Männer. Und die waren alle, ich würde mal sagen, also mindestens über 70, ja, also zumindest so von weitem her, wenn nicht noch älter, ja, die sind schon sehr langsam gegangen und sahen auch wirklich schon ziemlich alt aus, ne? Also jetzt nicht so 60, 65, sondern eher viel, viel mehr. Ja, also die wohnen dann da wohl auch gegenüber. Die haben auch relativ laut gesprochen, aber ich habe trotzdem nichts richtig gehört. Meine Ohren sind wirklich nicht mehr die besten, ne? Genau, das wollte ich euch mal kurz mitteilen. Meine Jungs sind losgeflogen, das haben sie mir mitgeteilt, um 9. Und jetzt sagen wir 9, 10, um 12, halb 1 müssten die in Antalya ja ankommen. Wenn sie dann gleich zum Autoverleih gehen können, wenn der direkt ist da, das weiß ich nicht, werde ich mir in Erfahrung bringen und euch dann morgen sagen. Dann würden sie so theoretisch, sag mal, also ich weiß, sie haben die Koffer mit, ich habe keine Ahnung. Wenn ja, müssen wir da ja auch noch warten. Also halb eins sind sie da, bis eins, also na, also eins, zwei, drei, halb vier, also wird es schon werden, ne, bis die hier sind. Das heißt, bis halb vier kann ich hier nicht sitzen und arbeiten oder sonst was. Ich bin jetzt schon müde, ne? Also ich werde mich dann wahrscheinlich hinlegen und die haben meine Nummer, die können mich dann anrufen, wenn die da sind und dann kann ich mir dann anfangen, Sorgen zu machen, wenn sie in der Türkei sind. Aber die fliegen ja jetzt auch noch mal mindestens 2,5 Stunden bis 3 Stunden. Ja, mein Lieben, also das war nur so ein kurzer Zwischenstopp und das wollte ich euch einmal kurz mitgeteilt haben. Ich werde jetzt wahrscheinlich noch einen Joghurt essen mit Pekmez, aber dann wird auch nichts mehr passieren. Ja, mehr mache ich nicht. Bin noch dabei, jetzt meinen letzten Vlog-Teil zu schneiden, nämlich den ihr jetzt gerade seht. Den werde ich dann einmal durchschneiden und dann kommt der auch nach oben. Und da ist Schluss mit lustig heute.
Alles andere werde ich dann in den morgigen Vlog mit reintun, weil ich kann nicht mehr. Ich bin müde und ich muss auch diesen Vlog-Teil hochladen, weil der lädt ja immer nachts hoch, ne? Und wenn die erst gegen morgens früh hier sind und ich nehme da auch nicht viel auf. Also, ach ja, Disclaimer. Einer meiner Söhne will überhaupt nicht in die Kamera. Ja, das weiß ich. Der absolutes Verbot erteilt er mir jedes Mal. Und das ist natürlich doof, ja, weil die sind ja alle immer zusammen, ne? Und wie soll ich denn den dann da immer raus? Und die Stimme, der will nicht mal mit einer Stimme, der will nicht mal seine Stimme im Internet haben. Also das wird jetzt in den nächsten 2 Wochen ein bisschen schwierig werden alles. Ich weiß noch nicht, wie wir das alles hinbekommen und ich weiß auch nicht, was ich da wie mache. Vielleicht werde ich öfters ein Voice-Over drüber legen müssen. Ich habe keine Ahnung. Was natürlich wieder die ganze Spontanität auch der ganzen Geschichte so ein bisschen wegnimmt. Muss ich mal gucken, ob ich ihn da für diese 2 Wochen so ein bisschen überreden kann, seine Stimme zumindest mit drin zu lassen. Aber auch wenn ich ihn nicht aufnehmen kann, das ist schon doof. Naja, ich guck mal, ich werde mein Bestes machen, aber wenn er nicht will und er wollte bisher nie, dann kann ich da auch nichts machen, ne? Ich werde dann immer versuchen, mich so ein bisschen abzusetzen bei den Unternehmungen, die wir machen. Dann werde ich halt mich filmen und werde die Jungs nicht filmen, weil die sind nebeneinander und der wird immer irgendwie mit drauf kommen. Und ja. Gut, mein Lieben, also ich würde jetzt jedenfalls sagen, dass wir uns genug unterhalten haben heute. Ich habe nämlich schon gesehen, dass ich wieder 4 Teile schneide gerade. Und den 4. Teil, den habt ihr jetzt hier gerade. Es ist wieder also ziemlich lang geworden, aber nicht ganz so lang, glaube ich. Ich glaube, die anderen Teile waren so 17, 20 Minuten, im 18 Minuten, das geht. Ich weiß nicht, wie lang der wird, das habe ich überhaupt nicht, habe ich nicht drauf geachtet, im Schnitt eben. Und insofern würde ich sagen, wir verabschieden uns heute. Ich werde mich hier jetzt gleich so schlafen legen. Wenn ich diesen Teil jetzt geschnitten habe, lege ich mich hin und dann schlafe ich. Es ist jetzt 10, würde ich sagen. 10 ungefähr, 21:15. Und bevor die hier sind, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, das sind 6 Stunden, ne? 6, 5 Stunden. Nee, das kann ich nicht mehr aushalten. Dann muss Mama muss ins Bett, muss schlafen. Und ich hoffe, dass ich sie dann höre. Werde ich bestimmt, die werden sich schon irgendwie bemerkbar machen. Das hoffe ich jedenfalls. Also kriegen wir schon hin. Mein Lieben, das Essen habe ich übrigens in den Kühlschrank getan. Das hat vielleicht jedenfalls, der Reis steht noch draußen. Da werden die Ameisen wohl nicht rangehen an den Reis, oder? Der ist nämlich noch richtig warm. Den will ich noch nicht reinstellen. Aber Hackfleisch ist im Kühlschrank. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Sehen uns hoffentlich morgen in alter Frische wieder. Und schlaft schön. Gute Nacht.